Ein kleiner Park im Moskauer Viertel Kuntsevo. Es ist kalt an diesem Abend, es regnet, ungemütlich. Sergei Tatarintsev schlendert mit seiner Nachbarin Olja vom Häuserblock aus in den Park. An den Leinen ein Mischling, ein Colli und ein knapp 2 Jahre alter Puma. Ich war sehr lange Hundehalter. Aber der ganze Dreck, die Haare überall. Ich habe dann beschlossen, mir eine Katze zuzulegen. Und ich wollte eine große Katze. Ehrlich, mir geht etwas die Düse. Ich bin deutlich nervöser als Herkules. Immerhin, die Katze bringt 60 Kilo Kampfgewicht auf die Waage. Eigentlich aber ist er ganz lieb, sagt Sergei. Wie ist das eigentlich, so ein Tier mitten in der Stadt? Gibt es da Probleme? Für Herkules ist das überhaupt kein Problem, dass er mitten in der Stadt lebt. Es gibt doch genug Platz für Auslauf, für Hunde und für Katzen. Was Sergei so entspannt beschreibt, ist eine groteske nächtliche Szenerie. Auf dem Bolzplatz nebenan wird gekickt. Niemand weiß, dass ein paar Meter entfernt ein Raubtier an einer Hundeleine Gassi geht. Und dann treffen wir Nachbarin Olja mit ihrem Mischling wieder. Mischling Ayla hat Glück. Herkules verbeißt sich nur in sein Hinterteil. Verspielt ist der Halt, könnte man meinen, aber Herkules ist eine Waffe. Das wird in diesem Moment mehr als deutlich. Sowas kann vorkommen. Olja, tut mir leid. Nicht so schlimm, kann eben alles Mögliche passieren mit so einem Tier. Mit dem großen Hund gibt es nie Probleme. Russlands wilde Wohnzimmerbewohner, es ist nach wie vor ein echter Trend, das Zusammenleben mit wilden Tieren. Warum machen die sowas und warum ist das erlaubt? So einfach ist das nicht, aber dazu später mehr. Das ist Cäsar, ein 70 Kilo schwerer Leopard. Sein Herrchen Alex Volkov muss ihn zur Raison bringen. Cäsar hat keinen guten Tag. Ich beiße ihm in die Nase. Das ist die Erziehungsmethode. Keine ausgeprägte Gewalt. Dem Tier tut das nicht weh. Aber es ist ihm sehr unangenehm. Cäsar muss funktionieren. Und Ex-Fallschirmspringer Alex Volkov weiß, dass sein Job heute besonders sensibel ist. Zhenya steht die Angst ins Gesicht geschrieben. Aber ihre Mama will die Fotos mit der Katze. Auf Social Media sorgen sie für Anerkennung und Zuspruch. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis, eine Erinnerung für das ganze Leben. Deshalb habe ich meine Tochter hergebracht. Leoparden stehen auf der roten Liste, sind vom Aussterben bedroht, wie viele Tierarten, die in Russland als Haustiere gehalten werden. Ich gebe zu, dass in Russland solche Tiere ausgebeutet werden. Vor allem Junge, wie Löwen oder Tigerbabys. Bei Cäsar sei das anders, sagt die Fotografin. Alex kümmere sich gut um ihn. Er sei für ihn ein echter Lebensgefährte. Ich habe lange in der Armee gedient und brauche seitdem einen Nervenkitzel. Sonst wird mir langweilig. Ein Leben ohne Risiko und Adrenalin ist für mich nicht mehr vorstellbar. Aber Alex Volkov lebt davon, sein wildes Haustier in ganz Russland zur Schau zu stellen. Er verdient gut daran. Wie viel, darüber schweigt er. Tierschützer nennen das Fotosklaverei. Potabuitsch und Mischa heißen die Braunbären, die hier ihre Kräfte messen. Mischa rechts war mal ein Haustier, man glaubt es kaum. Potabuitsch links hat eine besondere Geschichte. Gelandet ist er in der Auffangstation von Alexander Fjodorow bei St. Petersburg. Potabuitsch ist der einzige Bär, der selbst zu den Menschen gekommen ist. In der Region Gatschina ist er auf eine Baustelle marschiert und in einen Wohnwagen eingezogen. Er hat dort 3 Tage gelebt und das ganze Dorf hat ihn gefüttert. Öfter aber sind Fjodorows Kunden Tiere, die aus Privatbesitz gerettet werden oder die verstoßen wurden. 150 von ihnen haben hier ein halbwegs artgerechtes Zuhause gefunden. Menschen, die wilde Tiere zu Hause halten, lieben nicht die Tiere, sie lieben sich selbst. Du kannst ein Tier nicht lieben und es dazu zwingen, in einer engen Wohnung zu leben. Niemand weiß genau, wie viele Wildtiere in privaten Wohnungen in Russland leben. Seit einer Gesetzesänderung im vergangenen Jahr ist das verboten.
Wer aber vorher einen Löwen im Wohnzimmer hatte, durfte ihn behalten. Der Tierschutz hat keine große Lobby im Land. Das zeigt auch diese Geschichte aus Moskau aus der vorvergangenen Woche. Die Polizei liefert sich einen stundenlangen Schusswechsel mit dem Besitzer einer Villa. Der Mann betreibt einen illegalen Waffenhandel. Die Polizisten feuern eine Granate ins Haus. Die Villa geht in Flammen auf. Als die Beamten stürmen, finden sie die Leiche des Hausherrn im Entree und im Innenhof einen Privatzoo, inklusive eines Tigers und eines Braunbären. Die Liebe zum wilden Tier. Sie wird geteilt von extrovertierten, Kriminellen, Wohlhabenden, Normalos. Auch Sergei Tatarinzew empfindet diese Liebe und seine ist gerade ein Teenager, sozusagen. Herkules hat noch keinen ausgeprägten Charakter. Er ist gerade in der Pubertät und bald geschlechtsreif. Dass in dieser Phase auch der Jagdtrieb wächst, macht Sergei nicht nachdenklich. Mut, so scheint es, gehört dazu, zum Zusammenleben mit so einer Katze. Und Herkules? An diesem Abend ist er ruhig, lässt sich nicht ablenken. Hoffen wir für Sergei und alle Moskauer, dass es so bleibt.